Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Ich werde jetzt erstmal mein Mikrofon etwas weiter wieder wegmachen. Ich sehe nämlich, dass das wieder sehr schön ausschlägt. Man hört vielleicht, ja, ich bin immer noch krank. Aber jetzt habe ich endlich mal richtigen Schnupfen und ich hoffe, dass wenn der Schnupfen dann mal vielleicht irgendwann mal weg ist, dass das dann alles mal ein Ende hat mit meiner Erkältung. Ich habe mir jetzt nicht die letzte Aufnahme angeguckt, aber wie ich sehe, wollte ich die Arena hier machen, weil ich ja hier abgespeichert habe. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, Pokémon. Okay, alles aufgeladen. Mir wurde auch gesagt, dass das wohl nicht so geil war, dass ich Glutexo den Zerschneider gegeben habe. Aber normalerweise, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie Gelb schwieriger ist als Gold. Aber bei Gold hatte ich auch nie irgendwie so ein Pokémon, was dann quasi so ein Mongo für die ganzen VMs und TMs war. Deswegen denke ich mal, dass ich das hier auch hinkriege. Ich muss mir auch mal noch die ganzen Kommentare durchlesen. Ich habe normalerweise Antwort, also damals, bevor ich mit Pokémon angefangen habe, habe ich immer auf die Kommentare geantwortet, weil dann vielleicht mal maximal einer in der Woche kam. Nur jetzt ist halt bei jedem Video mindestens ein Kommentar. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mega viel ist und ich will auch nicht sagen, dass ihr damit aufhören sollt, weil mich freut das super. Nur dann kommt morgens oder so um 7, wenn ich gerade ins Auto einsteige, schreibt mir jemand einen Kommentar oder wenn ich in der Schule sitze oder wenn ich auf der, jetzt wie momentan, auf der Arbeit bin oder halt nachts irgendwann. Und dann denke ich da nicht dran, direkt darauf zu antworten. Deswegen muss ich das mal noch machen. Und wenn ich dann auf die Kommentare antworte, dann sind die eure Kommentare irgendwie bei mir im Kopf so ein bisschen abgespeichert. Meine Fresse. Jetzt ist meine Nase wieder dicht. Komplett. Ich bin auch total vollgefressen. Weil, Moment. So. Weil ich habe mir einen Döner gemacht. Weil ich hatte noch so Dönerfleisch übrig. Tiefgefrorenes. Und eigentlich wollte ich mir Fladenbrot heute kaufen. Nur der Lidl hatte keins. Und da habe ich mir bei diesem Backgedöns was gekauft. So ein Ciabatta-Brot. Und ich habe das komplette Ciabatta-Brot gegessen und ich brauche die nächsten 3 Tage, glaube ich, nichts mehr zu essen. So, gibt noch was Neues? Ja, ich habe gerade eben festgestellt, dass sau viele Leute bei uns im Dorf bei eBay Kleinanzeigen Sachen verkaufen. Richtig viel. Ich dachte, es wären so 2-3 Seiten, aber es sind über 15 Seiten, ey. Aber ist nichts für mich dabei, leider. Naja, so. Dann würde ich sagen, was war das hier? Hey, warte, du Champion in Spe. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Elektro-Pokémon, okay. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gern Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Was sehr gut gegen Dings, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gibt es hier ein. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ich werde jetzt hier jeden gottverdammten Pikachu geht da weg. Jeden Mülleimer anklicken. Warum ist hier überhaupt überall ein Mülleimer? Ah. Eine Nase juckt. Komm, wir müssen hier ein bisschen leveln. Können wir auch alle Leute hier bekämpfen.
Das hier ist kein Spielplatz. Matrose möchte kämpfen. Was hast du denn? Ein Magnetino. Level 24. Ach komm, machen wir mal hier. Karate-Schlag. Ist das gut? Ich habe schon wieder alles vergessen. Tackle. Wie viel? Ah, das geht. Dann können wir den hier mit kaputt machen. Wenn er jetzt gleich nicht doch irgendwas reißt. Ultraschall. Los, Dave. Sehr schön. Es gibt wieder gute Erfahrungspunkte. Das ist schön, dass er nur eins dabei hatte. Wow, du hast mich überrascht. Und mein Dad... Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas passiert. Mein Dad hat mir... Der war wieder Blutspenden. Da hat er mir so ein Döschen hat er mitgebracht, was man so austüpseln kann. Und da habe ich meine Karten reingetan, die seit Silvester hier rumliegen. Denn ich habe mir zwischen den Jahren, als ich bei Dennis war, sind wir zum Staples gegangen. Ach, die Musik ist so kacke hier. Du bist ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Also er ist ein Fliegengewicht. Ja, und zwar Cards Against Humanity hatte ich für Silvester ausdrucken lassen, weil da so viele schwarze Seiten waren. Die deutsche Version. Und ja, die waren bisher immer in so einer Brottüte. Der Tacke schlug fehl. Okay. Hatte ich die drin und ich habe immer nach einem perfekten Behälter gesucht. Und jetzt habe ich einen gefunden. Weil den Behälter, wir fahren mit der Klasse Ende Juni. Yes, sehr schön. In die Toskana. Und da wollte ich das Spiel ganz gerne mitnehmen, weil da auch so ein paar Leute bei mir in der Klasse sind, die so einen Humor haben. Weil das Spiel ist halt... Das mag nicht jeder. Also ist nicht jedem so sein Ding. Ja, und da wollte ich das halt mitnehmen. Und da brauchte ich noch ein passendes Döschen dafür, damit mir die Karten nicht verloren gehen. Boah, das gibt so gut Punkte für den Dave. Level 22! Der Christoph ist, glaube ich, noch 21, ne? Noch ein Voltoball. Ne, wir bleiben mal noch bei Dave. Soldaten-Game. So hört sich das an. Und ja, das letzte Video war etwas asynchron. Nein! Gott! Komm. Nein, okay. Der ist tot. Ich wollte wieder zu viel. Sie hat gesagt, das ist, dann nimm mal den Alex, oder? Smetbo ist Käfer. Kein Flug. Und außerdem ist das nicht Smetbo, sondern Shen. Konfusion, Giftpuder, Schlafpuder. Konfusion war. Ich weiß aber nicht, wie das auf Elektro-Pokémon wirkt. Gut. Okay. Ach, Rocker. Gar nicht gesehen. Ein Kurzschluss. Highway to Hell. Major Bob war mein Ausbilder. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Nee, Lars. Du kommst mal hier weg. Ja, habe ich ein paar Sachen. Also noch nicht verkauft, aber eingestellt. eBay Kleinanzeigen. Das war also Kram, der bei mir schon längere Zeit
rumfliegt, beziehungsweise auf dem Dachboden rumfliegt und ich mir gedacht habe, jetzt endlich mal, beziehungsweise ich wollte schon letztes Jahr im August, als ich dann zur Schule, also Ende August, als ich dann zur Schule gegangen bin, da wollte ich eigentlich schon meinen ganzen Scheiß verkaufen. Aber irgendwie, weil ich hab halt keine Ahnung so gehabt von dem Verkauf gedöhnt und so, da habe ich Angst gehabt, dass ich da was falsch mache. Und jetzt habe ich wieder, komm, jetzt oder nie. Jetzt habe ich 11 Sachen oder so eingestellt. Und ich habe nur ganz viel Klamotten, die noch weg müssten. Da wollte ich doch gern meinen BMX verkaufen, weil ich damit eh nicht mehr fahre. Ja. Ich hoffe mal, dass irgendjemand den Scheiß gebrauchen kann. Bedienen. Confusion. Oh, das ist nicht so geil. Halt. Okay, wechseln. Alex. Oh, Alex. Ah, nee. Der entwickelt sich ja gar nicht von selbst. Sagt mir mal bitte Bescheid, wenn er nichts mehr erlernt, damit ich den diesen komischen Mondstein oder sowas oder was auch immer für komische Stein geben kann, damit er sich mal in Nidoking verwandelt. Weil das sieht mega kacke aus. Bonn-Attacke ist gut, ich weiß es nicht. Ja, und ich habe. Also mir ist momentan sehr kalt. Denn ich habe 13 Grad bei mir im Zimmer, weil. Ja, ich habe mein Fenster offen gehabt, die ganze Zeit. Stopp, du bist zu gut. Ja. Was ist das hier? Muss ich jetzt hier irgendwas drin finden? Schlüssel oder was? Hier ist nichts, bloß Abfall. Wahrscheinlich. Man kennt ja die Post. Dankeschön. Ei. Ich war auch. Da hat mein Vater heute gefragt, ob wir eine Nasendusche oder sowas haben. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. Das erste? Okay. Das zweite Schloss wurde entriegelt. Die mechanische Tür hat sich geöffnet. Okay, das war ja easy. Ach, was hier? Hier ist nichts. Bloß Abfall. Was ist das hier? Wow, Unmengenbücher über Pokémon. Ja gut. Stillgestanden. Willkommen in der Pokémon Arena von Orania City. Was ist das? Eine halbe Portion als Herausforderer? Ha, du hast ganz schön Mumm, mich zum Kampf herauszufordern. Du Wicht! Ein Pokémon-Kampf ist kein Zuckerschlecken, Junge. Du hast keine Wahl, du musst aufgeben. Natürlich. Ach so. Fällt mir gerade ein. Da hat er nur ein Pokémon, was ist denn? Ich wollte ja die ganzen Zerschneider-Sachen noch machen. Das mache ich dann nach der Aufnahme, schneid's dann aber vor die Aufnahme. Ja. Reitschuh. Oh, Level 28. Alex. Ja, auf jeden Fall, ich habe meine Heizung mal angemacht. Fällt das auch zu? Und ich hoffe mal, dass hier dann mal was geschieht. So. Hornattacke? Warum bist du denn noch mal dran? Aber auf jeden Fall die Hand auflegen. Bringt auf jeden Fall schon mal viel. Oh. Okay, das ist nicht so gut, dann machen wir mal Doppelkick. Mega Hieb. Wow. Das ist auch nicht so geil. Was ist denn gut gegen Elektro? Auf jeden Fall kein Wasser und kein Flug.
Oder hebt sich das gegenseitig auf? Ne, der hat ja gesagt, dass was vom Flug-Pokémon nichts gegen ausrichten können. Ach, ich hau jetzt einfach hier drauf. Hornattacke. Hör auf mit deinem Mega-Hieb. Zieht viel zu viel ab. Oh, Volltreffer. Okay, jetzt heil ich mal. Ich hab doch, genau, mit dem Fahrrad heil ich mal. Fluchtseil, Äther? Äther tut, glaube ich, heilen, oder? Nee, okay, AP erneuert.